Einen schönen guten Morgen. Es ist 6 Uhr. Ich frühstücke gerade. Bin jetzt unterhalb des Brockens, Nähe der Ortschaft Schierke. Und habe hier gestern so ein schönes Waldstück gefunden, wo ich im Grunde nahezu alleine stehe. Es ist gestern Abend noch ein Bulli gekommen. Der hat sich neben mir hingestellt. Ja, weiß ich nicht, 20 Meter weiter. Aber eine herrlich ruhige Nacht bei Vollmond und kühlen 5 Grad. Ja, was jetzt gleich alles so kommt, sage ich euch später. Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee in Ruhe zu Ende und genieße noch den Sonnenaufgang. Ja, da ich jetzt schon ein paar Meter unterwegs bin, hier das erste Hinweisschild Richtung Mäuseklippen da hoch. Das werde ich jetzt machen. Also erstmal zu den Mäuseklippen. Ist das optisch nicht ein schöner Weg? Dort hat man einen schönen Blick auf den Ort Schierke, der ja unterhalb meiner letzten Schlafstätte liegt. Und dort kommt die Sonne jetzt über den Hügel. Ist das nicht ein herrliches Bild? Und wisst ihr, was das Beste hier ist? Ich habe keinen Internetempfang. Das heißt, es kommen auch keine nervigen Nachrichten oder sonst was. Ja. Ja, das müssten jetzt schon die Mäuseklippen sein, die man besteigen kann. Und so sehen die Mäuseklippen von der anderen Seite aus. Wenn ich jetzt mal hinterm Baum hervorkomme, sieht man das schöne Licht der Sonne. Jetzt geht's weiter zu den Schnarcherklippen. Hier führt der Pfad jetzt wieder so in einen richtig dunklen Tannenwald. Das hat schon was. Zumal zu dieser Zeit wieder keiner unterwegs ist. Da hat man das echt alles noch für sich, die ganzen Eindrücke und Geräusche. Und die Düfte. Oft ist es ja so, dass man hier schon Parfüm in der Luft riecht, bevor man die Leute sieht. Finde ich auch immer sehr extrem. Von dort bin ich gekommen, komme dann hier an diese Gabelung und wie es leider immer häufiger ist, keine Schilder. Ist natürlich blöd. Was macht man jetzt? Also gefühlt liegt links vor mir Schierke, dann würde ich rechts gehen. Aber das ist ja auch wieder so lala. So, hier sind die Schnarcherklippen schon zu erahnen. Natürlich bin ich vorhin in die falsche Richtung gegangen, gab aber dann kurz danach nochmal ein Hinweisschild, nach ein paar Minuten, dass ich, ja, genau entgegengesetzt gehen muss. Aber macht nichts, ist ja noch früh. Hier steht jetzt das Hinweisschild von Johann Wolfgang von Goethe, setzte den Schnarcherklippen in seinem Faust folgendes Denkmal. Seh die Bäume hinter Bäumen, wie sie schnell vorüberrücken, und die Klippen, die sich bücken, und die langen Felsnasen, wie sie schnarchen, wie sie blasen. Eine Besonderheit der Klippen stellt die Ablenkung der Magnetnadel aus ihrer Nordrichtung dar, die an einigen gekennzeichneten Stellen besonders stark ist. Die Ursachen dafür sind sowohl in der Anreicherung von Magnetiten, Eisenerz, im Granit der Klippen als auch in ihrer Magnetisierung und Polarisierung durch Blitzschlag zu suchen. Soweit dazu und jetzt gehe ich mal rüber zu den Schnarcherklippen. Vom Gestein her ähnlich wie im Elbsandsteingebirge. Auch mit diesen einzelnen Würfeln, die man so erkennt, wie es da ja, auseinandergebrochen ist. Beziehungsweise geschichtet ist.
Muss gleich mal schauen, ob man das von einer anderen Position besser erkennt. Aber so ungefähr sieht es hier aus. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Von der anderen Seite mit ein wenig Licht. Ich knie auf dem Boden und halte die Kamera so schräg, damit man das mal sieht. Oben sind auch so Kletterhaken verankert und ein kleines Gipfelkreuz ist auch zu sehen. Und zwar dort oben. Jetzt müsstet ihr es auch erkennen können. Hier in dem Felsen ist nach Goethes dritte Harzreise 1784 hier im Punkt oder im Felsen vermerkt mit einem Punkt, wo sich die Magnetnadel ändert. Major von Zoch markierte 1793 den Mittagsmeridian zwischen den beiden Felsen. Das nördliche Meißelzeichen wurde nach 210 Jahren wiedererkannt. So auch noch mal gut zu erkennen. Schon interessant. Leute, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass man hier irgendwo drauf kann. Man hört es vielleicht auch an meiner schnelleren Redeart, dass ich mich gerade freue. Da gehen Stufen hoch. Ich wollte Steffen sagen. Eine Mischung aus Stufen und Treppen. Ja. Also, ab nach oben. So, Leute. Diejenigen von euch, die mich kennen, beziehungsweise meine Videos öfter mal schauen, wissen, dass solche Treppen hier für mich nicht einfach sind. Ich muss mir jedes Mal einen Punkt suchen, den ich ein bisschen fixieren kann, um ja, gegen diesen Schwindel anzukämpfen, den ich jetzt auch schon habe. Dann hier bei solchen Leitern, das sind nur 2 Meter Höhenunterschied, glaube ich. Aber das Geländer nur auf einer Seite, da fühle ich mich echt sowas von unwohl. Deswegen, das ist schon jedes Mal eine Überwindung. Aber ich will halt auch nach oben. Daher muss man sich das halt auch mal gönnen. Diese Überwindung. Und hier sind manchmal laute Geräusche. Da denke ich mir jedes Mal, merkwürdig. Aber man sieht nichts. Ich muss mal gerade noch mal eine kurze Pause machen. Wer von euch schon mal hier war, weiß, dass das eigentlich lächerlich ist. Es sind auch nur noch ein paar Meter da, diese eine Treppe, glaube ich. Aber dann ist es auch gleich geschafft. Hier kann man jetzt gerade so ein bisschen ruhen. Auf einer großen, festen Fläche. Und dort ist schon mal der erste Blick Richtung Brocken. So, im Grunde sitze ich oben. Hier geht noch einen halben Meter hinter mir auf diese Ecke. Kann ich aber nicht. Ich fühle mich selbst hier im Sitzen gerade schon unwohl. Deswegen jetzt hier mal eben so einen Rundumblick. Da ist auch noch mal das Gipfelkreuz. Und dann sehe ich zu, dass ich wieder runterkomme. Wie macht ihr das eigentlich, wenn hier so Kletterstufen sind? Geht ihr ja vorwärts runter oder rückwärts? Ich bin bisher immer rückwärts gegangen, versuche es jetzt gerade mal vorwärts. Fühlt sich auch irgendwie nicht richtig an, aber man sieht wenigstens, wo man hintritt. So, ich bin jetzt wieder unten. Also vorwärts runtergehen, wo auf beiden Seiten Geländer ist, fühlt sich deutlich besser an als rückwärts. Aber wo nur ein Geländer ist, ja, auch irgendwie komisch. Aber ich bin unten, ich habe Pudding in den Beinen, zitter ein bisschen. Alles gut, aber ich hätte es auch bereut, wenn ich nicht hochgegangen wäre. Das finde ich auch schön hier. Harzer Wandernadel, Wandernadel ist eine Stempelstelle. Hier zum Beispiel an der Schnarcherklippe. Das ist eine Projektidee der kommunalen Beschäftigungsagentur Landkreis Wernigerode. Da kann man sich hier so einen Stempel nehmen und dann zum Beispiel hier vom Hexensteig und der Schnarcherklippe den Stempel holen. Finde ich sehr schön. Hatte ich so noch nicht gesehen und war mir auch hier jetzt nicht bekannt. Wäre auch eine schöne Idee gewesen für die Tour. Naja. Aber zumindest mal entdeckt. Kaum ist man raus aus dem Wald, strahlend blauer Himmel. Eigentlich sollte es ja schon seit 2 Tagen regnen. Echt Glück gehabt.
Aber auch für heute haben sie wieder eine Regenfront angesagt. Aber ich werde erstmal loslegen. Und zwar jetzt gleich dann mit dem Fahrrad geht es weiter. Welche Richtung genau, entscheide ich gleich spontan. Bin ich mir selber noch nicht ganz schlüssig. Wenn man hier so durch den Wald geht und dieses ganzen, ja, einzelnen Felsen sieht und das Moos und der Morgentau jetzt auf den freien Flächen und auch mal fühlt, das ist Wahnsinn. Also das sind so viele Eindrücke, wenn man sich darauf einlassen kann. Ja, fehlen mir die Worte. Also, ich habe mich entschieden, Richtung Brocken zu radeln. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es da einen reinen Radweg gibt oder ob ich hier so einen Wanderweg zum Brocken nehmen kann. Ich werde mal kurz nach Schierke runterfahren und schauen, ob es da irgendwie Schilder gibt, speziell was Radwege Richtung Brocken angeht. Ich gehe mal davon aus, dass das gibt. Und wenn nicht, nehme ich den Wanderweg. Wird auch gehen. Das ist das, was ich so meinte, dass das hier nicht speziell ausgeschildert ist. Aber wird auch gehen. Hier komme ich an der Schierker Feuerstein Arena vorbei. Oh, Durchgang für Fußgänger verboten. Gut, dass ich Radfahrer bin. Schön hier an dem Bachlauf. Hat schon was. Die Temperaturen finde ich auch okay. Ich fahre schon mit kurzer Hose, aber noch mit Regenjacke. Und ist ganz angenehm. Was unangenehm ist, der Sattel hier am Fahrrad beim Drüberwischen fühlte sich das recht trocken an. Beim Draufsetzen, habe ich allerdings jetzt festgestellt, ist der wie so ein Moosgummi. Und der hat sich vollgesogen mit Wasser über Nacht. Was heißt, dass jetzt auch meine Hose sich vollgezogen hat mit Wasser. Aber ich denke mir mal, dass es hier durchgehend mehr oder weniger bergauf geht, werde ich aufgrund meiner Körperwärme das regulieren können. Hier kommt das erste richtig schöne Teilstück zum Radeln. Man hört zwar jetzt hier den Betriebshof im Hintergrund, dass sie da am Sägen sind, aber das stört überhaupt nicht, wenn man sich das hier so anschaut, oder? Was denkt ihr dazu? Klasse. So kann es gerne weitergehen. Ich befinde mich jetzt hier auf der Brockenstraße und die soll auf direktem Wege hochführen. Ob das unbedingt die schönste Strecke ist, wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber das ist jetzt für mich mit dem Rad die erste Wahl und alles andere wird sich dann ergeben. Kommt immer wieder an diesen schönen holzverkleideten Häusern vorbei hier. Mal den groß, mal den kleinen. Hier auf der Seite ist die Jugendherberge. Und da geht's jetzt in den Wald. So, hier gibt es die erste Station, wo man was lernen kann, gehe ich mal von aus. Da oben ist schön zu sehen, diese Felsen überall. Das gibt hier einen Borkenkäfer-Sicherungsstreifen. Deswegen wird hier immer wieder dazwischen geholzt. Das wurde 2016 gefällt und so konnte der Borkenkäfer sich in dem Bereich nicht weiter ausbreiten. Ob das so erfolgreich war, ich kann es nicht beurteilen. Hier gibt es nochmal so ein ein Hinweisschild für die Wanderwege und das ganze Gebiet hier. Da steht ausdrücklich, dass Radfahren auf allen Wanderwegen erlaubt ist. Nur wenige Wege sind dafür gesperrt. Beachten Sie aber, Wanderer haben Vorrang. Ja klar. Aber ist ja gut zu wissen, dann könnt ihr auch einen anderen Weg einschlagen. Finde ich gut. Aber erstmal sieht auch hier der Weg ganz angenehm aus.
gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt ist gerade einer mit dem Rennrad mehr oder weniger an mir vorbeigesaust. Aber er meinte, er hätte gerne meine Übersetzung. Muss man aber auch bedenken, was das Rad mehr wiegt als ein Rennrad, ne? Aber war auch eher im Spaß gemeint. Aber bei den Straßenverhältnissen hier könnte man auch gut mit dem Rennrad hoch. Vielleicht muss ich einfach demnächst 2-3 Fahrräder mitnehmen, um für jede Situation das Richtige zu haben. Aber wäre auch Blödsinn. Man kann sich ja auch mal ein bisschen anpassen. Und ich finde es so relativ angenehm, auch wenn es anstrengend ist. Hört man wahrscheinlich auch an der Atmung. Da fährt gerade der deutsche Wetterdienst hoch. Da hoffe ich mal, dass die gutes Wetter machen. Hier geht jetzt übrigens die schwarze... Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich muss noch mal auf das Schild gucken. Sekunde. Schwarze Schluftwasser geht hierher. Oder fließt. Da kann man auch so ein bisschen runterkraxeln. Bestimmt sehr erfrischend. Spare ich mir aber jetzt, weil ich meine Beine deutlich merke, alleine von den paar Wanderungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Das sind jedes Mal Muskelgruppen, die man sonst nicht so sehr beansprucht. Deswegen ist das mit dem Fahrrad relativ angenehm heute. Ansonsten genieße ich hier die ganze Zeit die Aussicht. Hier gegenüber, auf dem nächsten Berg, sieht man einen, ich nehme an, das ist ein alter Grenzturm. Wenn man da mit dem Fahrrad hinfahren kann, probiere ich das auch nochmal aus. Vielleicht kann man ja sogar reingehen. Fände ich mal interessant. Dort kreuze ich gleich das erste Mal die Strecke der Brockenbahn. Die hört man ja sonst auch den ganzen Tag hier, wie sie rumtutet. Aber es ist ein angenehmer Lärm. Halbzeit. Vom Bulli bis zum Brocken sollen es 10 Kilometer sein, laut dieser Wanderschilder. Und hier stand jetzt gerade 5 Kilometer. Das heißt, ich bin jetzt 5 Kilometer erstmal konstant bergauf gefahren. Deswegen ist mir auch warm. Ich trage mittlerweile nur noch T-Shirt. Der Rest ist im Rucksack. Was ich aber zum Runterfahren definitiv wieder Pullover und Jacke anziehe, ist klar. Wir haben halt noch, ja, es war unter 10 Grad auf jeden Fall heute Morgen. Wo ich losgegangen bin, waren es glaube ich 5, habe ich aber auch erwähnt. Oder 6, ich weiß nicht mehr genau. Ihr habt es ja gehört am Anfang des Videos. Auf jeden Fall bergauf jetzt hier mit der Sonne, ist durchaus warm. Ja, ich bin gerade an einem Jogger vorbei. Und der sagte ganz laut: Was? Ohne Motor? Also, die Leute sind mittlerweile schon entsetzt, wenn man keinen hat. Ja. Manchmal wünschte ich mir auch, ich hätte einen. So wie jetzt gerade. Ein bisschen Unterstützung geht gut. Aber es geht auch so. Kleinste Gang. Kleinste Gang. Und strampeln. Oh, ein schöner Weg. Ja, und der Jogger schafft es ja auch ohne Hilfsmittel. Warum sollte man es dann mit dem Fahrrad nicht auch ohne Hilfsmittel schaffen? Auch wenn das andere angenehmer wäre, gar keine Frage. Aber solange es geht, geht's ohne. Da ist der Jogger schon wieder. Ich stehe noch keine Minute und er ist zu Fuß genauso schnell wie ich mit dem Rad. Hab jetzt 300 Höhenmeter gemacht auf... Ja, 5 Kilometer ungefähr. Und das Ziel ist sichtbar, wenn auch noch ein ganzes Stück. Aber machbar. Hier würde es normalerweise zum Urwaldstieg reingehen, der aber gesperrt ist aufgrund Schäden an der Baukonstruktion sowie der Gefahr von herabfallenden Ästen und umstützenden Bäumen. Hui, hui, hui. Kann man erahnen.
Vielleicht kann man schon anhand der Aussicht sehen, dass ich jetzt gleich oben bin. Die Brockenbahn steht da. Da ist der Funkturm zu sehen. Die letzten 1 Kilometer, 1,5 Kilometer bin ich hier im Wiegeschritt hoch. Muss schon kämpfen. Aber absteigen will ich auch nicht. Da bin ich dann doch irgendwo zu stolz, das irgendwie so aufzugeben. Ah, ist das schön. Pullover hatte ich mir vorher schon wieder angezogen, weil der Wind doch recht eisig ist. Ja. Schön, endlich geschafft. Wollte schon immer mal hoch. Gehakt. Ich finde, von hier hat man die schönste Sicht. Deswegen filme ich jetzt auch gerade hier mal. Ja, der Aufstieg, die Auffahrt hat sich definitiv gelohnt. Ich habe ungefähr 2 Liter Wasser verbraucht. Vielleicht einen Tacken mehr, ich weiß es nicht genau. Ah, 2x umgezogen unterwegs. Einmal T-Shirt, einmal Pullover, einmal Jacke, einmal alles aus. Und ja, lohnt sich definitiv. Ich weiß nicht, was da vorne jetzt noch kommt gleich. Aber erstmal hier das Genießen. Das muss sein. Hier ist jetzt der Ton aufgrund des Windes leider ein bisschen schlechter. Aber das kann man glaube ich alle in Kauf nehmen. So eine Runde hier im Kreis. In der Mitte von diesem Rondell ist auf dem Boden auch die einzelnen Platten, wo man sieht, welche Städte in welche Richtung sind. Das sind hier die Platten. Hannover, 87 Kilometer, Bremen, 188, Helgoland und so weiter. Ist hier so ein ganzes Rondell. Hier die Nordnadel. Und in der Mitte ist hier der Brocken-Hoherhagen. Ilseberg, das größte von Karl Friedrich Gauß vermessene Dreieck im Zuge der Hannoverschen Gradmessung 1821 bis 1825 zum Bestimmen der Erdgestalt. Darunter steht noch erdschwere Beschleunigung auf dem Brocken 9,81000 Millisekunden Quadrat. Was auch immer das genau bedeutet. An Geschwindigkeit, das weiß ich auch nicht. Ich habe gerade mal langsamer gemacht. Ich habe hoch ungefähr 2 Stunden gebraucht und runter bei dem Tempo hier 10 Minuten wahrscheinlich. Es ist echt irre, aber ich kann dabei auch nicht filmen. Ja, wie man vielleicht sehen kann, bin ich wieder an meinem Stellplatz hier angekommen im Wald. Wie ich schon sagte, rauf gute 2 Stunden, runter etwas, ja, so um die 10 Minuten. Ich musste immer langsamer machen, weil das Rad hinten hat einen leichten Höhenschlag. Und wie gesagt, ich habe das ja erst vor 3 Tagen oder 4 Tagen gekauft. Für diese 25 Euro, aber das ist echt so ein Spaß für 25 Euro. Unglaublich. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War jetzt eine Kombination aus Wandern und Radfahren. Aber ich bin hellauf begeistert. Und ich denke, ihr auch. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Markus.